Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fall of Porcupine. Wir befinden uns immer noch im Krankenhaus und ja, ich musste leider tatsächlich nochmal hier hinspielen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Speichern ist im Spiel. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wir mussten die Patienten versorgen. Ich habe das gerade nochmal eben schnell mit der Tablette gemacht bei der Frau. Und müssen die anderen Sachen jetzt machen in der Schicht. So, dann gucken wir mal. Also, ja, leider ein bisschen blöd. Ich muss mal gucken, wie das geht mit dem Speichern. Muss ich mal schauen. So, jetzt müssen wir zu ihm hier. Hey, Doc. Wie heißen Sie? Hey, Larissa. Ich bin's, Finlay. Ich werde dich jeden Tag untersuchen, okay? Alles halb so wild. Okay. Wie Sie meinen, Doktor. Ich würde mir gern mal deine Lunge anhören. Heißt das, Sie wollen dieses kalte Ding auf meine Brust drücken? Ja, genau. Das, aber so kalt ist das gar nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, es ist tatsächlich meistens etwas kalt. Aber nur für einen kurzen Moment. Das wird gehen, oder? Ja, okay. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. So, wieder ein Minigame. Das Herz springt und die Lunge rast. Drücke im richtigen Moment die angezeigten Tasten. Halte WASD, wenn eine Taste der oberen oder unteren Linie auftaucht. Was? Okay, ich bin gespannt. Ach so. Ach du, mache ich das richtig? Das scheint falsch zu sein, oder? War das richtig? Das war falsch, oder? C. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Das war echt nur kurz. Kalt. Was haben Sie denn gehört, Doc? Alles halb so wild, Larissa. Aber man hat ein leises Rascheln gehört. Ein Rasseln? So wie das Instrument? Ja, so eine Art. Das habe ich schon mal im Schulorchester gespielt. Aber verschluckt habe ich sie nicht, versprochen. Das Rasseln kommt auch eher von dir selbst. Ist das schlimm? Wir kriegen das schon im Griff. Kennst du die Krankheit Asthma? Nein, mach dir keine Sorgen. In deiner Akte steht, dass du gestern eingeliefert wurdest. Da hast du ein Medikament bekommen, dann wurde es direkt besser, oder? Ja, ich dachte, ich muss ersticken. Voll gruselig. Aber dann ging es mir auf einmal besser. Das war krass. Ja, glaube ich. Wir werden dich noch ein wenig beobachten, aber mach dir keine Sorgen. Das war wirklich unschön, was du erlebt hast, aber jetzt geht's wieder bergauf. Okay, Doc. Versuch dir, es hier so gemütlich wie möglich zu machen. Ich schau morgen noch einmal nach dir, okay? Geht klar. Sehr schön, haben wir auch. Supi. So, dann gucken wir mal. Na, 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 na. So, 304 ist direkt nebenan. So, gucken wir mal, unser Patient. Guten Morgen, Frau Helmig. Sie haben gerade einen Schilddrüsen-OP hinter sich, korrekt? Wie geht es Ihnen denn heute? Ja, ich habe viel Durst. Reden und schlucken ist schwer. Verständlich. Dann schonen Sie sich bitte. Das Trinken kann etwas beschwerlich sein nach einer Operation. Aber sobald die Wunden etwas verheilt sind und die Schwellungen abgeklungen sind, geht das wieder. Sie kommen schnell wieder auf die Beine. Das wäre schön. Schön. Ich würde ungern die letzten schönen Tage des Jahres hier drin verbringen. Das werden Sie auch nicht. Ich mache Ihnen die Verbände neu und schaue kurz auf Ihre Naht. Drücke E, um fortzufahren. Ach so, das hatten wir ja schon. Da.
Da. Das ist ganz witzig. Ich glaube, ich habe das verkackt, meinem Dings, weil oben die Leiste ist jetzt voll und bleibt auch voll. Und beim Dings abnehmen. Ah, ey, muss ich nochmal gucken. Vielleicht muss ich doch die Pfeiltasten noch irgendwie. Ich weiß es nicht. Da. Alles gut soweit. Sieht alles sauber aus. Versuchen Sie, möglichst wenig zu reden und viel zu trinken. Okay. So, damit haben wir unsere drei Patienten soweit versorgt. Und jetzt müssen wir zu Schwester Rabiata wieder. Alles erledigt, Dr. Krokowski. Gut. Wie lief es? Ganz gut, denke ich. Dann lassen Sie mal sehen. Oha. Note B. Schichtbewertung. Durchschnittliche Leistung. Leider. Ich rate Ihnen, am Ball zu bleiben und sich zu verbessern. Schauen Sie zu, hören Sie zu und vor allem sammeln Sie Praxiserfahrung. Ich werde Ihren Fortschritt weiter im Auge behalten und bin bereit für eine Überraschung. Also gut, ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Dabei haben Sie die Gelegenheit, mir Zeit zu sparen und das Krankenhaus etwas besser kennenzulernen. Klar, was kann ich tun? Bitte gehen Sie für mich ins Labor im ersten Untergeschoss. Einfach das Treppenmaut bis ganz nach unten gehen. Die Tür ist auf der rechten Seite. Sie können aber auch den Aufzug nehmen, wenn Sie wollen. Ich habe bei Dr. Halil eine Blutprobe untersuchen lassen und brauche das Ergebnis. Schaffen Sie das, ohne sich zu verletzen, Finlay? Solange nicht die Treppe unter mir einstürzt, sollte das klappen. Dann drücken wir hier alle mal die Daumen. Auf geht's, ich brauche die Ergebnisse noch heute. Labor, erstes Untergeschoss, Dr. Halli. Verstanden. Gut, dann gehen wir mal. Wir nehmen die Treppe, weil wir ja gut zu Fuß sind. Nach unten die Treppe. So, dann gehen wir mal nach unten. Hui. So. War doch ganz unten, ne? Oder? War das hier? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Ist das das Labor? Nee, ist der Keller, ne? Oder? Das Archiv des Krankenhauses. Niemand weiß, welche Schätze sich darin verbergen. Dem Geruch nach zu urteilen, sind es Schätze aus altem, modrigem Papier. Und 40 Jahre alter Zigarettenrauch scheinbar. Okay, ich glaube, wir sind falsch. Wir hätten, glaube ich, denke ich, abbiegen müssen. Ich gehe nochmal hier gucken, aber hier ist, glaube ich, auch nur... Oder? Verschlossen. Hallo? Sehen Sie die rote Lampe an der Tür, über der Tür? Die was? Ja, sehe ich. Gut. Ausgezeichnet, sehr wohl. Also ich bin hier, um... Sie sehen doch die rote Lampe. So, nicht wahr? Ne? War mir... Was? Ja, ich sehe die rote Lampe. Eine rote Lampe heißt in der Regel so viel wie schwer beschäftigt. Verboten, negativ, kein Zugang oder einfach nein. Aber ich brauche dringend eine Blutwerte für Dr. Krokowski. Dr. Krokowski, wieso? So, ich sehe einen veränderten Sachlage. Wollen Sie mal einen Zaubertrick sehen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, Sie wollen. Sie, passen Sie auf. Tada! Wunderbar, nicht? Und ich bin noch nicht mal aufgestanden. Und jetzt darf ich rein? Na, was denken Sie denn? Sie sehen doch ein grünes Licht, nicht wahr? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? War doch richtig hier unten. Passt ja die Stimme. So, da bin ich. Huch.
Was machen Sie denn hier? Ich war draußen an der Tür. Ich habe noch gerade mit Ihnen geredet. Faszinierend. Ja, ja. Und? Und was? Das Licht war es grün. Ja, es war grün. Exzellent. Hören Sie zu, ich brauche die Blutwerte, die Dr. Krokowski bei Ihnen angefragt hat. Ja, in der Tat. In der Tat. Wieso verschwenden wir dann noch unsere Zeit mit dem Plausch? Folgen Sie mir. Ich denke, ich habe die Werte hier irgendwo. Irgendwo hier habe ich die. Warte mal, irgendwo müssen die hier sein. So, also, ja. Ich denke, mir werden die Dokumente sein, nachdem es ihn begiert. Sie haben Ihre Dokumente im Blutschrank? Ja, schließlich sind doch die dazugehörigen Proben auch dort. Ich bin ein Freund kurzer Wege, wissen Sie? Ein Tag wird deutlich effizienter, wenn man die Wege zwischen A und B entfernt. Wenn es nach mir geht, habe ich alles an einem Ort. Das spart zusätzlich unnötige Sortierarbeiten. Und Sie würden nun von den Früchten meiner Sorgfalt profitieren. Nun denn. Oje, oh Schreck. Das war ein Missgeschick. Mein Herz macht einen Sprung bei diesem Knall. Mein ganzes System, lassen Sie mich nur kurz wieder in Ordnung schaffen. Und das ist nun wieder in Ordnung. Oje. Kann ich Ihnen helfen? Wie meinen? Sie wollen mir helfen? Das ist mir aber überaus unangenehm. Ja, das passiert. Lassen Sie mich mal sehen. Moment mal. Was sollen denn die bunten Deckel auf den Proben? Das sind mein lieber... Das ist mein Sortierungssystem. Das sieht kompliziert aus. Ganz im Gegenteil. Es ist kinderleicht. Jede Probe hat seinen Sticker auf dem Deckel. Diese besteht aus 4 verschiedenen Farben. Durch den Sturz sind einige der Proben herausgefallen. Andere haben sich an ihrem Platz gedreht, so dass die Ausrichtung nicht immer stimmt. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander zeigen. 4 richtig gedrehte Proben ergeben ein farbiges Quadrat. Wenn alle Proben richtig gedreht sind, müssen Sie wissen Sie, wo die herausgefallenen Proben hingehören. Ganz einfach. Sie können es mal erklären. Okay, verstanden. Sie sind sehr pfiffig. Ja, ja. Dann wollen wir mal. Ich habe nichts verstanden. Was zum Teufel? Die Proben sind durcheinander geraten, aber kein Problem. Dreh die Flasche mit Q und E. Eine Flasche ist richtig gedreht, wenn sich alle 4 Ecken mit gleichfarbigen Ecken von benachbarten Flaschen berühren. Herausgefallene Flaschen kannst du mit E und Leertaste bewegen. Was zum Teufel? Benachbarte Ecken müssen sich... Ach du Heiliger. Ach so, ich kann die nur drehen. Okay. Warte mal. So. Würde ich jetzt mal behaupten. Das passt auch. Das muss so. Alter, ich krieg voll den... Das passt. Oder? Aber das passt nicht hier oben. Und das passt ja auch nicht. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Machen wir hier mal weiter. Das müsste so sein. So. Das muss ja gelb sein dann, glaube ich, ne? Hoffe ich, denke ich. Das vereinfacht die Sache, glaube ich, ein bisschen mit diesen Feldern. Welche Probe brauche ich denn da unten? Ich brauche da unten, glaube ich, grün. Grün haben die aber alle. Da oben brauche ich gelb. Warte mal, gelb ist hier. Ja. Ach so. Passt das?
Das passt so. Ich brauche da, glaube ich, gelb und rot. Kann das sein? Das passt. Ja, das muss da unten hin. Und die muss dann da hin. Muss noch gedreht werden. Und der unten auch. Alter. Puh. Donnerwetter. Sehen Sie, fantastisch, oder? Mein System ist unfehlbar. Ich bedanke mich für Ihre Mühe. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Warte mal. Dr. Halil? Was liegt Ihnen denn noch auf dem Herzen, mein Mayata? Die Werte für Dr. Krokowski. Ah, richtig, richtig, Dr. Krokowski. Warum sagen Sie das nicht gleich? Wissen Sie, ich helfe immer gerne. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Hier, bitte sehr. Mit meinem fehlerfreien System habe ich immer alles zur Hand. Haben Sie viel Freude damit. Und vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Ich muss mich konzentrieren, wissen Sie? Boah, jetzt aber ganz schnell. Nicht, dass schon Feierabend ist. Puh, dann düsen wir mal. So, achso, Treppenhaus. Treppenhaus, Treppenhaus. Dritte Etage müssen wir. Treppenhaus und es gibt Applaus. So, da waren wir nach oben. Na, wie ging denn nochmal nach oben? Also. Wie ging denn nochmal nach oben? Springen? Ich glaube springen, oder? Glaube ich zumindest. So. So, wollen wir mal. Und auf die drei. Darf ich bitten in den dritten. So. Ihre Probe ist missgeschickt passiert, aber das war nicht mein Fehler. Hier sind Ihre Blutwerte, Dr. Krokowski. Und? Warum hat das so lange gedauert? Ist der Bus zum Labor ausgefallen? Nein, ich musste Dr. Halli bei der Sortierung der Proben helfen. Sie mussten ihm also beim Sortieren helfen? Ja, ich... Sehen Sie Dr. Halli hier im dritten, wie er hier die Leute versorgt? Nein, das tun Sie nicht, weil es nicht sein Job ist. Das St. Ursula ist wie ein Uhrwerk. Fällt ein Zahnrad aus Sekret, alles in Stocken. Machen Sie Feierabend und ruhen Sie sich aus. Vielleicht sind Sie ja morgen etwas fitter. Wir sehen uns morgen früh pünktlich zur Schicht beginnen. Und versuchen Sie sich bei den Behandlungen noch ein bisschen mehr zu konzentrieren. Verstanden. Schönen Abend, Dr. Krokowski. Alte Hexe. Boah, ist die, Alter, boah, die. Alter, was ist mit der? Es kann doch mal passieren, man kann doch Fehler machen. Man ist doch nicht fehlerfrei. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ist hier der Ausgang? Ich glaube, hier ist der Ausgang, ne? Ging es hier raus? Ich glaube, hier war der Ausgang, ne? Ja. Tschüss. So, dann wollen wir mal nach Hause. Es ist Freizeit, wir haben Feierabend. Wir sollten jetzt nicht mehr an die Arbeit denken, sondern jetzt einfach für uns die Zeit genießen. Naja, gut, was heißt genießen? Es ist spät abends und wir gehen nach Hause. Och, Menno. Der Bus fährt auch nicht, ne? Ich versuch's gar nicht erst. Der Bus wird eh nicht kommen. Ob ich ihn jemals wiedersehen werde? Oh Mann. Ach Menno. Huch, wer ist das denn? Da gehen wir doch mal gucken. Dieser Abend ist er nicht schön? Die warme Luft, die noch ein wenig Sommer in sich trägt. Die goldene Herbstsonne, die sich langsam schlafen legt. Ach.
Ja, ich habe das Bedürfnis, etwas Tiefgründiges zu sagen. Ich werde es mir aber lieber verkneifen. Ja, ich verkneife es mir. Hallo, mein Freund Wohnwagen. Oder Foodtruck. Werde ich dich jemals offen sehen? Vielleicht sollten wir noch ein bisschen in die Bar gehen, wenn die noch offen hat. Ein wenig abschalten vom Alltag. Oh, die Musik ist so schön. Hey, was willst du, Pimpf? Kann ich dir hier nicht mal in Ruhe eine quatschen? Ich kenne dich doch. Du bist doch aus dieser Krankenhausbande. Du bist doch aus einer Kumpel von dem kleinen Wichtigtuer. Meinen Sie Karl? Ja, genau der. Der soll sich bloß fern von mir halten. Sag ihm das. Okay. Ich höre ein paar Stimmen aus dem Gilberts. Giuliano ist bestimmt schon schwer beschäftigt und schenkt Getränke aus. Aber ich bin so platt. Morgen vielleicht. Heute brauche ich Schlaf. Ein aufregender Tag geht zu Ende. Naja. Guten Abend. Gott, diese Augen von unserem Charakter. Ich hoffe, wir können gut schlafen. Und wir stehen pünktlich auf. Wahrscheinlich waren wir auch pünktlich, aber ne? So, ruhig ist es in den Straßen. So, mal gucken. Ich glaube, hier war das, ne? Genau, hier wohnen wir. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. Ab ins Bett, ich will morgen früh sein. Ich will noch ein bisschen Luft schnappen. Nee. Genau, ich will fit sein. Gute Nacht, Welt. Guten Morgen. Ich bin fit, ich hab Bock. Ich kann alles schaffen. Mir gehört die Welt. Sowas würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Typ wäre, der sich morgens im Spiegel selbst anfeuert. Zum Glück bin ich nicht so ein Typ. Und zum Glück habe ich keinen Spiegel. Das wäre für alle Beteiligten unangenehm. Aber immerhin bin ich heute mal pünktlich aus dem Bett gekommen. Das ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg. Und das fieseste Pflaster bin ich auch los. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium habe ich endlich gelernt, ein Pflaster zu entfernen, ohne dass es weh tut. Vielleicht habe ich es ja noch drauf. So, dann würde ich sagen, was? Nein, heute nicht Bett. Du führst mich heute nicht in Versuchung. Egal wie warm, weich und gemütlich du aussiehst. So. Irgendwann, wenn ich dazu komme zu zocken. Warte auf mich. Bald ist unsere Zeit gekommen. Oh, Mann. So, jetzt sollen wir uns schleunigst beeilen, in die Klinik zu kommen. Ich düse. Und düse. So. Huch. Jo. Du wohnst doch auch hier in der Straße. Oder? Ja, das stimmt. Wieso? Ja, du bist genau der Typ immer, der seinen Mülltonnen mit Joghurtbechern vollstopft. Nee, tut mir leid. Ich esse eigentlich nie Joghurt. Besser für dich. Ich bin stinksauer. Bei jeder Tour
komme ich immer an diesen einen Mülltonne vorbei. Bis oben in vollgestopften Joghurtbechern. Und alles, als ob das nicht schon absurd genug wären, sind die meisten auch davon noch halb voll. Ich versuche also irgendwie diesen Berg an Joghurtbechern zu verladen. Und ganzen halbvollen Becher regen mich auf. Mich nieder. Regen mich auf mich nieder. Jetzt muss ich erstmal mit dem Bus nach Hause duschen. Anders werde ich den Kirsch-Pfirsich-Vanille-Geruch nicht mehr los. Kommt der Bus also wieder? Ich habe mich schon gefragt, was hier so duftet. Kommt der Bus also wieder? Ja. Bin vorhin schon damit zur Arbeit gefahren. Bin kein besonders talentierter Radfahrer. Darum bin ich eigentlich auf dem Bus angewiesen. Weißt du, wann der Bus kommt? Jeden Moment, denke ich. Wo musst du denn hin? Zum St. Ursula Krankenhaus. Ach, zu der Truppe gehörst du. Eure Mülltonnen sind nochmal eine Klasse für sich. Ich muss dieses Jahr aber schon als Patient dorthin. Bandscheibenvorfall. Kennst du eine Dr. Gautera? Gautera? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Ich bin noch nicht lange dort. Verstehe. Dr. Gautera ist ein Knochentyp. Hat mir ein paar Übungen gezeigt. Seitdem geht's besser. Cool. Wenn du ihn siehst, kannst du mal von Matteo grüßen. Wird gemacht. Nimmst du auch den Bus? Ja, ich nehme den Bus zum Krankenhaus. Ich gehe lieber zu Fuß. Kann ich verstehen. Das Wetter ist schön und für die Bewegung tut es auch gut. So, Informationen. Ich will mal eben kurz auf mein Handy gucken. Wir haben noch Informationen für den. Matteo. Matteo stand heute Morgen an der Bushaltestelle und hat nach Joghurt gerochen. Zuerst dachte ich, dass er sich einfach sehr gerne von Milchprodukten ernährt. Tatsächlich ist er aber bei der Müllabfuhr und hatte an diesem Morgen einen kleinen Zwischenfall. Fühle ich irgendwie. So, dann gehen wir mal Richtung Krankenhaus. War doch hier lang, ne, oder? Ich glaube. So. Ach, ist das schön. Ich muss mal gucken wegen dem Speichern, wie der Wanderspiel speichert. Und ob ich selber speichern kann. Guten Tag. Mit ihr hätte ich reden können, aber ich will jetzt unbedingt mal zum Krankenhaus pünktlich sein. Nicht, dass wir wieder angeschnauzt werden. So. Hallo, moin. Moin, moin. So. Die Arbeit ruft. Die Arbeit ruft. Ich würde gerne mit allen quatschen, aber die Arbeit ruft. Machen wir morgen. Ich muss zur Arbeit. Morgen. Mache ich morgen. Alles Freizeitmäßige mache ich morgen. Mache ich alles morgen. So. Hallo, Foodtruck. Hallo, Mülldeponie. Hallo, Baum. Hallo, Krankenhausschild. Hallo, Haltestelle. Hallo, Krankenhausschild 2. Hallo Parkbank, hallo Mülleimer, hallo Bär. Hallo Rasensprenger. Und hallo Arbeit. So. Ich glaube, das Spiel hat gespeichert, ne? Es war unten rechts so ein Dings zu sehen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir unseren zweiten Tag. Und dann seid ihr wieder dabei. Bei Fall of Porcupine. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.